140 Mutterkühe plus Nachzucht stehen im Stall von Klaus Sauer. Das Futter wird zu Milch und Fleisch umgewandelt. Doch ein Teil von dem, was vorne reingeht, kommt hinten wieder raus. Täglich 12 Tonnen Gülle. Die landet in der Biogasanlage und als Gärrest schließlich am Acker. Ein Kreislauf, der aber nicht nur positiv gesehen wird. Und unser Ziel ist ja Akzeptanz. Jeder, der eine Biogasanlage hat oder Tierhaltung hat, für den ist wichtig, dass die Akzeptanz im Ort einfach da ist. Und wir sind bei uns ein viehintensives Gebiet, zumindest in der Gemeinde. Und darum ist ein Punkt der Akzeptanz auch, die Frage der Transporte zu lösen. Lösungsschritt Nummer 1. Klaus Sauer gewinnt aus Gülle und Energiepflanzen zunächst Biogas und holt danach aus dem Brei die festen Bestandteile heraus. Das heißt, er presst die flüssigen Gärreste ab und gewinnt eine feste Fraktion. Die fühlt sich an wie Kompostdünger und riecht auch nicht so streng. Ein weiterer Vorteil, die Menge, die aufs Feld transportiert wird, ist viel geringer. Also weniger Verkehr, weniger Stress für die Anwohner. Schritt Nummer 2. Der verbleibende Gärrest wird verdampft. Dazu hat Klaus Sauer mit seinen Neffen Andreas und Philipp eine 900.000 Euro teure Anlage gebaut. Die ohnehin anfallende Wärme aus dem Biogas-Blockheizkraftwerk nutzt der Agrarbetrieb für ein physikalisches Phänomen. Wasser verdampft bei niedrigem Luftdruck im Vakuum schon ab 60 Grad. So wird der Gärrest eingedickt. 60% weniger Wasser. Dieses Wasser muss nun nicht mehr durch die Gegend gefahren werden. Wieder eine Entlastung für die Umwelt, den Landwirt und die Anwohner. Andere Landwirte verbringen schlaflose Nächte wegen immer strengerer gesetzlicher Auflagen für die Gülleausbringung, knapper Lagerkapazitäten und weil sie während der Wintermonate nicht wissen, wohin mit ihrer Gülle. Klaus Sauer hat diese Probleme nicht. Im Gegenteil, er hilft in der Not und dampft auch die Gülle von Berufskollegen ein. Zum Verdampfen nutzt er die Abwärme der Biogasanlage, wenn der Gasmotor läuft und Strom erzeugt wird. Und das wiederum geschieht nur, wenn auch viel Strom gebraucht wird und der Preis an der Strombörse hoch ist. Effizienter geht's nicht. Schritt 3. Beim Eindicken der Gülle entsteht Dampf. Diesem wird das gasförmige, klimaschädliche Ammoniak entzogen. Durch Zugabe von Schwefelsäure wird aus Ammoniak Ammoniumsulfat, kurz ASL, ein geruchsfreier, wasserklarer Dünger. Klaus Sauer und seine Neffen machen also aus den flüssigen Gärresten ihrer Biogasanlage drei unterschiedliche Dünger. Ich erzeuge quasi den Nährstoff für die Pflanzen aus den alten Pflanzen und aus der Gülle. Ich habe dann einen geschlossenen Nährstoffkreislauf und brauche so gut wie keinen Nährstoff von extern, aus Mineraldünger oder Ähnlichem. Den flüssigen ASL-Dünger befördert ein Lohnunternehmer mit Injektoren nach dem sogenannten Kultan-Verfahren in den Boden. So kommen die Nährstoffe verlustfrei dorthin, wo sie hingehören, zur Pflanze. Vorteil: Schutz von Grundwasser und Klima. Keine Ammoniakemissionen, kein Geruch. Landwirt Klaus Sauer betreibt auf seinem Betrieb einen sehr hohen technischen und auch teuren Aufwand. Seine effiziente Düngung bringt ihm aber auch gute Erträge und entlastet gleichzeitig die Umwelt. Besuch von Mitarbeitern der Landwirtschaftsverwaltung. Auch die Agrarbeamten sind mit den immer höheren ökologischen Anforderungen an die Bauern konfrontiert. Vor allem für die mit Tierhaltung und Biogasanlagen. Klaus Sauer berichtet, dass er das Verdampfungsverfahren alleine, ohne seine Neffen, nicht betreuen könnte. Ein hoher Aufwand, aber technisch machbar. Mein Eindruck, ein geschlossenes System mit hohem Zukunftspotenzial, das ist der Wahnsinn, was da möglich ist für jede Biogasanlage in Bayern fast. Wir müssen Emissionen reduzieren. Wir haben das Lagerraumproblem. Wir müssen Lagerraumvolumen reduzieren, weil man das sich gar nicht mehr leisten kann, so große Lager zu bauen. Und wir müssen schauen, dass wir die Stickstoffeffizienz erhöhen. Und das kann man auch mit dem Verfahren. Rein betriebswirtschaftlich macht Klaus Sauer noch keinen Gewinn. Aber sein Betrieb ist für immer strengere Umweltauflagen gewappnet.
und die aktuell extrem steigenden Preise für synthetischen Dünger lassen ihn kalt. Möglichst umweltverträglich wirtschaften mit konventioneller Tierhaltung und Biogas. Diesen Weg will der Landwirt mit seinem Team weitergehen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.